So, heute willkommen zu einem neuen Lost Place. Heute die Villa Kolbe. Man hat wohl mal Baumaßnahmen begonnen hier. Wann weiß ich nicht. Ich google das mal und wenn ich was finde, werde ich eventuell in die Infobox packen. Schön, dass es regnet. Jetzt müssen wir nur noch Eingang finden. Hier reinzukommen, das war Katastrophe. Verkehr ohne Ende. Links und rechts, oben, unten, überall Bewohner. Das Haus steht direkt an einer bzw. an mehreren Hauptstraßen. Ach, hier hätten wir schon Eingang. Also gehen wir jetzt da mal hinein. So, da wären wir nun drin in der Villa Kolbe. Der Boden ist auf, der lässt auf jeden Fall auch zu wünschen übrig. Die Decke ist ja schon mal nice. Alles zugebrettert worden. Und wie es aussieht, nur ein einziger Weg hier rein. Alter. Hier kommt erstmal die ganze Teerpappe runter. Und hier tropft es vom Dach. Alter. Kann man das sehen? Ich glaube nicht wirklich, oder? Da sieht man es jetzt. Ah, ja, Schwarzschimmel. Ganz gesund. Für so eine riesen Villa, so eine kleine Küche. Die Decke auf jeden Fall schick gemacht.
Hier auch nochmal. Ach, das war hier. Hier sind wir wieder Eingangsbereich. Hier vermute ich mal, stand mal ein Kamin. Würde ich mal meinen. Sieht fast danach aus. Auf jeden Fall war hier mal Kamin. Kleine Abstellkammer. Hier ist der Aufgang. Das sieht auf jeden Fall auch nice aus. Alter. Nicht schlecht. Hier ist der Himmel. Hier geht's auf den Dachboden. Hier, Geheimgang. Nee. Sah aus wie ein Geheimgang. In der Villa sollte man sich nicht wundern, wenn es Geheimgänge gibt. So, bin ich jetzt sonst durch das Loch gekrabbelt? Ne, hier ist verschlossen. Und wie gesagt, die Villa sollte wohl mal saniert werden. Man hat es dann wohl am Ende doch aufgegeben. Alter. Ich weiß nie, ob ich das riskieren soll, diese Treppe hochzugehen. Stabil sieht sie ja noch aus. Und kein Geländer hier. Alter, wenn die jetzt zusammenbricht. Hier ist zwar ein Geländer, aber festhalten braucht man sich ja nicht mehr. Alter, da krieg ich Muffesause hier. Also Leute, die diese Bude sanieren wollten,
Respekt. Ich würde da Angst haben, dass ich irgendwo Abflug mache. Ich muss erstmal mein Mikrofon wieder richtig dran machen hier. Dass man doch irgendwo einstürzt. Das Beton. Ah, hier fällt man auch nicht tief. Der Balkon. Licht. Da haben wir die ganze Sache noch mal von oben. Alle Böden hier rausgemacht. Man hat auf jeden Fall mit der Entkernung schon mal angefangen. Und um weiterzumachen, hat wahrscheinlich das Geld nicht gelangt. Jetzt müsste man doch fast dort sein, wo es von oben runter tropft. Hier lag mal Teppich. Hier gehe ich nicht weiter. Hier geht schon irgendwie alles abwärts. Ich traue der Treppe überhaupt nicht. Hier oben ist es auf jeden Fall am Tropfen auf dem Dachboden. Und hier ist auch schon, wird auch nicht mehr lange machen. Nee, also weiter höher gehe ich auf dieser Holztreppe nicht. Man weiß eigentlich,
je höher man kommt, desto unstabil wird die Statik. Gerade wenn es irgendwo im Haus tropft und die Treppe ist Holz. Und knacken tut sie auch schon ein bisschen. Ah, nicht wie runter, ja. Sind wir jetzt wieder am Eingang. Hier haben wir noch eine Küche. Mit Aufzug. Und da oben die Feuchtigkeit. Ja, hat man schon begonnen zuzumauern. Ich weiß gar nicht, wann die Baumaßnahmen stattgefunden haben soll. Das muss ich dann mal googeln. Wenn ich was finde, packe ich es wieder in die Infobox. Was zur Hölle? Alter, was ist hier? Das ist doch... Das hält mich doch nie im Leben. Was ist denn das für eine komische Treppe? Ganz langsam. Das ist Blech. Einfach nur Blech. Steht auf jeden Fall noch eine olle Schubkarre. Alter, schön langsam. Zack. Von unten sieht es aus wie Holz, das ist aber Blech. Würde mich nicht wundern, wenn es hier noch einen Bunker gibt. Was ist los? Sag jetzt nicht, das geht noch tiefer. Ich glaube, hier ganz unten kann ich mir abschminken. Ich höre hier irgendwas tropfen. Ach, das ist nur das Fenster hier. Hätte mich gewundert, wenn das Eingang zu einem Bunker wäre. Kommen wir denn hier hin? Cool. Was ist das denn hier? War auf jeden Fall auch noch mal ein Eingang. Wie viele Eingänge die gehabt haben hier?
jede Menge Klinker noch hier. Und vielleicht hat die Villa ja mal Bunker gehabt und den hat man zugemacht bei den Sanierungsarbeiten. Ich weiß es nicht. Wenn man sich das Rohr hier anguckt, das sind doch Rohre, die eigentlich in den Bunker verbaut sind oder waren. Hier gab es bestimmt mal einen, den man zugemauert hat. Ich muss mal gucken, ob ich den Zug ein bisschen kleiner kriege. Nee. Da bin ich runter. Hier wurde auf jeden Fall mal was zugemauert. Jetzt muss ich mal gucken. Hier wurde auch was zugemauert. Na toll, hier hätte ich auch reingekonnt. Hier ist auch offen. Hier stinkt es nach Schimmel. Drei Duschen. Aber wie alt? Und dann noch nicht mal luxuriös. Waren bestimmt die Mitarbeiter duschen für den Butler Service. Da hat man gespart. Ah. Hier hält man doch die Rohre. Das ist bestimmt das Rohr, was in dem Keller liegt. Wenn man sich hier da abgeschraubt, das ging bestimmt hier rüber oder von da nach da. Noch mehr duschen. Alles klar. Hier war ich jetzt, das hatte ich auch. Spinngewebe. Das war's doch schon. So, wir hatten ja noch einen Treppenabgang. Oder war das der hier? Ich vermute fast, das war der. Was sind denn das für komische Treppen hier? Ja, das war der, den ich von oben gesehen habe. Gut, dann war's das schon. Ja. Dann werde ich mich jetzt wieder nach draußen begeben und sag dann mal bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.